Die sahen dahinter und so viel der Außenseite, die den das Spiel erhöht. An der Innenseite, zwei, drei Dinge zurück, dann Fionova und Aktiva nach dem zwischenzeitlichen Fehler nach wie vor am Ende des Feldes und scheint da im Moment auch keinerlei. Isis Reglis hält hier weiterhin alles aus, allen nicht erfolgenden Angriffen stand. Bleibt hier an der Spitze, Treasure Design dahinter an der Innenseite, in the pocket, wie man so schön sagt. Außen Ermin Sophie bleibt dran in zweiter Position. Endgarde jetzt erreicht, immer noch Isis Reglis, außen Ermin Sophie, dahinter Treasure Design an der Innenseite, Fionova außen. Isis Reglis, jetzt versucht das Treasure Design innen, kommt da möglicherweise noch durch. Isis Treasure Design und gefing doch den Michael von Isis Reglis. Dahinter Agathos und der Min Sophie auf den weiteren Plätzen. Das ist halt der für den Ryan Mitchell Tochter Treasure Design. Dieses50 Meter sind es jetzt noch bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs. Zum Babia-Rennen, unser sechstes Rennen. El Chippi und Levi Europort gleich gut weggekommen hier im ersten Bogen an der Spitze. Dritte Position hat dahinter dann Queens New York. Viertes Pferd dann außen in der Pigna im Nachsetzen. An der Innenseite dann Samantha Hall. So geht's um die
Kurve herum, erstmals auf die Gerade zu. Und die beiden gemeinten Pferde hier bereits hinter sich. Levi Europort und Hilda Pignar, die jetzt mit aller Macht vorbei an die Spitze will und das jetzt auch schafft. Hilda Pignar vor Levi Europort. Der Tipp hier an dritter Stelle zu finden, zu York ist Kielsberg. Zwei Längen Rückstand dann bis zu Samantha Hall. Da haben wir wieder eine Lücke von, ja, gut drei Längen zu den übrigen beiden Teilnehmern. Das ist zum einen Sheila Moy und zum Ende der Formation dann Italian Dynamite. In Höhe des Casinos das Feld jetzt nach einer zurückgelegten Runde. Hilda Pignar vorn vor Levi Europort, El Chippy, Queens, New York. Dann Samantha Hall, Italian Dynamite außen und Sheila Moy an der Innenkante jetzt das neue Schlusslicht. Mitte des Parkplatz vor uns das Feld. Hilda Pignar, eine Länge vor Levi Europort und El Chippy. Die Spitzengruppe bleibt hier unverändert. Queens New York an der Innenseite in vierter Position. Italian Dynamite versucht hier weiter etwas voranzukommen, ist jetzt bis an Position 5 an der Seite von Queens New York erschienen. Und die letzten beiden sind Sheila Moy und Samantha. Eine Runde noch zurückzulegen. Hilda Pignar. Italian Dynamite außen, El Chippy an der Innenseite, dahinter Queens New York mit außen Sheila Moy und Samantha Hall ist neues Schlusslicht. Mitte der letzten Überseite verschärft Hilda Pignar vorne die Fahrt, löst sich hier auf zwei der Lehen von Levi Europort, die allerdings dran bleibt, El Chippy innen, Italian Dynamite außen, so nähern sie sich den letzten Bogen. Hilda Pignar, zwei Längen weg von El Chippy, Levi Europort und dahinter dann Italian Dynamite. Hilda Pignar, El Chippy, Levi Europort, Italian Dynamite innen dann Queens New York. So kommen sie auf die Gerade zu und klare Sache hier für Hilda Pignar, die sich hier weiter frei machen kann. El Chippy greift als Erster an, kommt allerdings zum Marginal her. Hilda Pignar gewinnt hier souverän vor El Chippy, Levi Europort. Das stimmt wohl, Gerd, oder was hast du dazu gesagt? Ja, ich bin immer besser, muss ich sagen. Ja, also Gratulation, das kannst du besser, das habe ich ja gemacht, weil nicht, dass jemand denkt, ich bin unhöflich. Hilda Pignar, du bist wirklich immer besser. Ja, Wahnsinn, also heute lief sie wirklich so auf der ersten Geraden, dass ich ja, du bist jetzt in Front oder außen rum, dann halt, wenn du probierst einmal und dann hast du so ein Kuro eingelegt. Dann hat, glaube ich, dir Samantha gar nicht lang überlegt, das ist aber kein Tag. Ja, weiß, Tag, ja. Ja, ich denke mal, wenn sie so einfach hier in Deutschland so weiter nach dem zweiten Anzug halt gut bleibt, dann wird sie, denke ich, auch nach Frankreich gehen. Und, ich meine, das ist absicher und aus dem Bahnhof muss man gucken, wie das funktioniert, aber ich denke eigentlich, dass sie das schon lernt. Und, ja, das ist kein Zweifel. Ja, ich hoffe nicht, dass ich nur heiße folge. Also es könnte immer passieren, dass ich sage, Schatz, dass morgen so drei Aufnahmen wir fahren nach Frankreich. Ja, also das kann er ja gerne tun. Nicht ohne dich. Aber dafür fährt die Lady nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich meine, dass wir uns jetzt ein Ticket aufnehmen, ich glaube, das ist ein bisschen problematisch. Nö, das geht alles. So, wenn man in einem Kopf steht, sich mit Steigen kann, dann ist so ein bisschen gründlich, aber wenn man sie vorhat. Ja, jetzt ist sie ganz lieb gewesen. Herzlichen Glückwunsch hier. Ich habe leider, habe ich mich falsch entschieden. Ich hätte mich mit ihr gerüstet, ich hätte mir wieder für die Kinder ausfragen sollen. Aber besser machen sie vorher. Keine Sorgen, dann geht es auch. Denkst du auch schon an. Herzlichen Glückwunsch hier. Auch Lini, Gratulation an den Besitzer der Reiter Clemens Holtschuh. Und natürlich auch an Jochen Holtschuh. Ihren herzlichen Applaus bitte an Julia Knopf und Hilda Pignar. Okay, danke.